Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi. Ach, ich weiß, heute wieder ohne Facecam. Es ist belastend, Alter. Ich weiß nicht wieso, sie fällen einfach die ganze Zeit aus. Und eigentlich wollte ich heute ein bisschen anderes Video wieder mal machen. So ein bisschen mehr mit Soundeffekten und so, weil es ist ja leider in letzter Zeit ein bisschen untergegangen. Aber das wird diese Woche allgemein schwierig, denn jetzt kommt's. Ich mache das jetzt einfach kurz ein bisschen uncut hier, den Anfang, weil ich viel erzählen muss. Ja, es geht halt darum, wir haben in der Schule eine Projektarbeit gemacht. Ja, das machen wir halt jedes Jahr immer, die Neunklässler. Und ja, jetzt ist es halt so, ich habe hier meinen Pult gemacht. Und, boah, der Wein ist hoch, Alter. Ich glaube, den verkaufen wir. Okay. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, der muss... Ich bin komplett lost, Alter. Okay, genau. Ja, toll. Eine Reifen aufgepasst. Ich sollte mich jetzt nicht ablenken lassen, sondern einfach hier das Ding machen und labern, ja. Auf jeden Fall habe ich meinen Pult gemacht. Das heißt, wir haben von mittwochs morgens bis Freitagmorgen Ausstellung. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Woche nur noch heute und... Ach komm, jetzt macht ihr wieder zu. Nur bis morgen noch Videos kommen. Freitag eventuell und Wochenende weiß ich halt auch noch nicht ganz, wie es aussieht, weil wir da vielleicht auch noch weggehen. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau. Wir werden es sehen. Wir tanken hier auf jeden Fall erstmal noch kurz. Komm. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass diese Woche wahrscheinlich... Ah, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne fahren. Dass diese Woche wahrscheinlich nicht wirklich viele Videos kommen. Naja, wie dem auch sei. Ist jetzt... eigentlich auch egal. Naja, ich spiele jetzt Chalupi eigentlich weiter. Ja, die Reifen sind alle so ein bisschen am Arsch, sage ich mal. So, vollgetankt. Dann holen wir noch kurz das Öl, falls wir noch haben. Okay, wir haben kein Öl mehr. Dann verkaufen wir erstmal kurz die Medizin. Aber Leute, wir haben jetzt nicht ganz eine Kiste voll mit dieser Medizin. Ich würde sagen, wir kaufen uns davon sicher mal... Warte mal, wie viel kostet denn der Wein? Oh, der ist noch teurer. Ach, scheiße. Okay, warte mal. Oh, what? 190, okay. Nicht schlecht, Digga. Okay, dann kaufen wir jetzt hier mal so ein Motoröl-Dings. Einen Geländereifen, weil einer ist ja geplatzt für die anderen. Ja, sind uns egal. Dann noch ein Motorkit danach, vielleicht sogar zwei. Aber wir zahlen das jetzt erstmal, weil sonst fällt das Zeug hinten runter und dann bekommen wir es nicht mehr. Und das wäre echt schade. Okay, Leute, wie die Medizin, dass ich dir das immer noch nicht leisten kann. Doch, hä? Okay, schauen wir doch mal nicht. Dass sie sich ja das nicht leisten kann, werden wir das Ganze einfach... Ach komm schon. Werden wir die einfach mitnehmen? Ich meine, wir können die ja am nächsten Ort wieder verkaufen. Können wir die Kiste mitnehmen? Ich denke nicht. Naja, egal. Okay, wo ist der geplatzte Reifen? Der ist... Ah, hier vorne. Okay. So, Öl. So, Leute, der Reifen ist jetzt hier auch wieder gewechselt. Dann brauchen wir jetzt mal noch ein Motorreparatur-Kit. Tun wir das trotzdem mal noch rein, weil vielleicht, wenn wir ein bisschen was kaufen, kann sie auch wieder was ankaufen. Ja. Komm, wir kaufen einfach zwei, ich meine. Wieso nicht? Tatsächlich. Ich habe kein Geld mehr. Ja, doof, ne? Okay, dann, ja. Packen wir die Kiste einfach mal hier hinten rein. Ja, doch. Okay, keine Ahnung. Aber jetzt kann ich das nicht mehr reinmachen. Ach, was soll das? Ach, toll. Wir könnten theoretisch noch ein bisschen Wein verkaufen. Dann können wir uns vielleicht auch ein Update... Ah, nee, sie kann ja gar nichts mehr ankaufen. Stimmt. Let's go. Okay. Okay, aber dann lassen wir diese Box mal hier. So, Leute, wir haben insgesamt über 300. Okay, da, wir könnten uns diese Fläche kaufen für den, ja, wie sagt man dem? Für dieses Hochstapeln-Dings halt. Ja, für die Werkzeugbank, genau. Oder wie das heißt. Ja, wir gehen danach auf jeden Fall in dem Leica-Shop gucken, was wir kaufen können. Okay, Mono ist jetzt auf jeden Fall auch wieder einigermaßen fit. So, dann können wir hier, dann machen wir noch ein bisschen zur Seite. Ja, dann gehen wir jetzt mal kurz zum Leica Store und gucken mal, was uns der so zu bieten hat. So, Leute, wir gehen direkt mal gucken. Okay, Leute. Wir hätten jetzt, wir könnten jetzt die Werkzeugbank oder das Dachgepäck. Aber wir machen safe das Dachgepäck. Das bringt uns doch viel mehr. Oder nicht? Ich glaube schon, wir haben das jetzt einfach gekauft. Ich hoffe mal, das war eine gute Entscheidung. Sonst wäre es ein bisschen kacke. Ach ja, ich habe auch noch gar nicht gesagt, glaube ich, wieso, dass die Facecam weg ist. Das liegt einfach daran, dass ich vorhin aufnehmen wollte und dann ist die halt schon wieder abgestürzt. Keine Ahnung, was die für ein Problem. Alter. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, genug Ladefläche. Okay, wir wählen jetzt mal kurz die Route aus. Wir nehmen auf jeden Fall die mit einem Fragezeichen. Ich meine, wir sind ja voll getankt, sollte das kein Problem sein.
guck noch mal kurz wegen der Ware. Wegen dem Wein. 109! Oh mein Gott. let's go, Digga. Bei der nächsten Tanke verkaufen wir einfach alles, Alter. Jo, 109 für jede Flasche. Oh nee. Wisst ihr, was ich gerade befürchte? Jetzt ist Alkohol safe verboten. Und wir hätten kein Geld mehr, um die Strafe zu bezahlen. Ja, es war klar. Wollte mich eigentlich verarschen. Aber. Warte mal, ich guck kurz. Ich gehe kurz mit nur so 2-3 Flaschen zum Laden und guck, ob die sie vielleicht jetzt kauft. Weil. Neu geladen und alles. Sonst müssen wir einfach hoffen, dass sie uns nicht kontrollieren. Weil sonst sind wir am Arsch. Och nee, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh Gott. Nein, sie kann sich's nicht leisten. Oh nein. Oh nein. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir können hier. Oh Gott, Alter. Wir könnten hier zumindest 6 Flaschen safen, glaube ich. Wenn wir die nämlich in der Hand behalten, im Auto drin, dann können die das, glaube ich, nicht kontrollieren. Meiner Meinung nach. Weil dann würden wir halt, ja, 2 Flaschen Verlust natürlich schon ein bisschen schade, ne? Aber besser als alle. Ja, jetzt. Oh Gott, Alter. Jetzt heißt es hoffen, Leute. Hoffen, dass sie uns nicht kontrollieren, Alter. Das geht nicht. Wow. Warte mal, jetzt, wo ist die, wo ist jetzt das hin? Okay, ich glaube, wir müssen es hinten reinmachen. Ich glaube, oben ist es ja sowieso auffällig. Eine schöne Wein. Okay, Leute. Wir können jetzt wirklich nur noch hoffen. Leute, mein Auto springt nicht mehr an. Hä? Digga, was ist eigentlich mit unseren Scheiben passiert? Hä? Der hatte vorhin eine Haltbarkeit von 2 von 3. Hä? Ich hatte alles repariert. Jetzt ist alles komplett kaputt. Was ist das denn für ein Bug? Oh, so eine Scheiße aber auch. Mann, muss das sein? Na Leute, das Ding ist, wir haben jetzt nur noch 3 Dollar. Plus, ich habe jetzt mal noch einen Wein mitgenommen, weil vielleicht hätte sie ihn ja noch kaufen können. Leider nicht. Ich habe jetzt nur ein Kit bekommen. Ich glaube, das reicht gar nicht, um alles zu reparieren. Und wir können nichts mehr verkaufen und so. Und ja, toll. Oh, das war so stupid. Die hatte ja noch... Gar, ich glaube, wir haben jetzt das Wichtigste, weil ich glaube, die zwei müssen gar nicht unbedingt... repariert sein. Und ich glaube, der Tank auch nicht. Hoffe ich mal. Oh, bitte spring an. Ja. Oh, danke. Und bitte kontrolliert jetzt nicht. Das wäre es ja komplett gewesen. Unsere Scheiben, Alter. Kann man das irgendwie fixen oder so? Das ist ja wild, ey. Ach, nee, Digga. Bitte. Bitte kontrolliert einfach nicht. Bitte. Oh Gott. Ja, das war schon sehr auffällig. Toll. Biere bitte. Oh nein. Ja! Oh ja, geil, danke. Oh, zum Glück. Boah. Ey, wenn die uns jetzt kontrolliert hätten, wir wären so am Arsch gewesen. Erstmal hätten sie uns eine fette Strafe aufgedrückt, die wir nicht zahlen könnten. Und wir hätten, glaube ich, all unseren Wein verloren. Och nee, ey. Boah. Okay, ich fahre jetzt mal, bis ich irgendwas finde. Muss mich gerade ein bisschen erholen. Alles klar. Mir ist einfach schon ein Reifen geplatzt. Oh Gott. Jo, Leute, Alter. Jetzt hat es mich komplett gespinnt, ey. Toll, wir haben jetzt nur noch einen Reifen, der ganz ist. Ja, aber da vorne ist noch ein Leuchtturm. Dann kommt, glaube ich, diese Schikane. Oder ist eigentlich keine Schikane, aber dieser... Ja, diese Verzweigung, keine Ahnung. Und dort ist ja zum Glück dann oben die Tankstelle. Ich weiß ja nicht, ob wir es hoch schaffen. Weil, ich meine, wir kommen kaum auf der Geraden, kommen wir schon kaum voran. Oh, geil, Leute. Vorhin bin ich da bei diesem Loch ausgerutscht halt. Weil ich rutsche halt gefühlt bei jedem solchen Fleck einfach aus. Und ja, jetzt komme ich hier irgendwie nicht mehr weg. Ganz toll, Alter. Ich kann nicht mal mehr aussteigen, was soll das? Ja, lol, ich hab's hier rübergebracht. Let's go. Okay, weiter geht's. Boah, Alter. Ja, seht ihr, Leute, ich bin hier auch wieder gerade rausgefahren. Das hat mich einfach rausgenommen. Hier war nicht mal irgendwie in der Pfütze oder so. Keine Ahnung, wir gehen da noch auf jeden Fall hoch, weil... Ja, dann können wir unser Zeugs verkaufen und so. Hier ist leider nur eine Kiste. Also ich meine, das ist besser als nichts. Aber warte mal. Wir können ja jetzt auch hier oben reinmachen. Oder? Hallo? Hallo. Okay, perfekt. Fahren wir. Versuchen wir mal hochzufahren. Vielleicht können wir auch gar nicht hochfahren. Da müssen wir halt einfach durchziehen. Ja, nee, Leute, ich glaube, das kann man vergessen. Guck mal, wie hoch das wir, wie schnell das wir sind.
Nee, Digga, nee, das mache ich. Das tue ich mir nicht an, Alter. Naja, muss halt eine Zanke warten. Aber wir können ja danach am nächsten Tag. Junge, was dreht es mich jetzt schon wieder? Hä? Ich bin doch still. Naja, wir fahren jetzt einfach durch und ja. Genau, gehen erstmal ins Hotel einchecken und ja. Toll. Dann können wir nur erstmal pennen und unser Auto in der nächsten Folge einfach wieder reparieren, weil wir jetzt einfach komplett broke sind. Ganz geil, Leute. Jetzt springt mein Auto auch nicht mehr an. Toll, jetzt muss ich wieder schieben. Mein Gott, was haben wir denn? Gut, eigentlich haben wir ja relativ krasses Glück, weil ich meine, wir haben jetzt diesen Gepäck-Dings hier oben. Plus wir haben ja eigentlich den Wein, den wir jetzt dann teuer verkaufen können, aber irgendwie durch den Bug ist halt mein komplettes Auto einfach komplett Schrott gegangen. Was komplett scheiße ist. Und ja, toll, jetzt muss ich auch noch schieben. Bei Regen, bei einer Scheißpiste, mit kaputten Reifen. Ach, wundervoll. Leute, Dubrovnik ist nur noch 70 Kilometer weit weg. Zum Glück, Alter. Aber, boah, ich muss noch so lange schieben, ey. Yeah, yeah, oh, Alter. Darauf freue ich mich jetzt richtig. Let's go, Leute. Ich komme hier nicht mal mehr hoch mit meinem Auto. Ja, wir müssen jetzt schlafen gehen. Zu Fuß und dann das Auto am nächsten Tag wahrscheinlich holen. Oder wir könnten kurz hinlaufen mit vielleicht so einer Flasche Wein. Oder vielleicht auch zwei, das wäre vielleicht besser. Dann brauchen wir jetzt halt einen Motorreparatursatz, um das Ganze hier wieder zu reparieren. Und dann können wir den Rest noch fahren. Hier ist ja wirklich alles Schrott. Nichts hat mehr irgendwo ein bisschen Haltbarkeit. Ja, ich laufe jetzt mal los. Zum Glück ist nicht mehr so weit. Okay, Leute, ich sehe Dubrovnik da vorne in der Ferne. Zum Glück ist es wirklich nicht mehr weit. Es sind zum Glück nur noch irgendwie so zwei Kurven. Dann also hier nochmal um den Berg und dann nochmal um so einen kleinen Abstand von dem Berg. Und ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen was einkaufen. Einfach nur mit Motorreparatur-Kits. Weil dann können wir zumindest schon mal zurückfahren. Und dann ja, gehen wir ins Hotel schlafen. Das Ganze mache ich jetzt mal. Dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder beim Auto. So, Leute, wir sind endlich wieder berg und ihr seht, ich habe hier einfach unterwegs einfach mal so eine Kiste gefunden, alles klar. Wir reparieren jetzt mal alles, einfach, dass alles wieder so ein bisschen Haltbarkeit hat. Ja, eigentlich den Tank wollte ich jetzt eigentlich nicht reparieren, okay. Mal den Motor, mal die Zündspulen, so. Okay, dann fahren wir jetzt mal hoffentlich zu Ende. Ey, Leute, jetzt wollt ihr mich doch verarschen. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Ach, Digga, ich hab... Mein Gott, es ist halt auch schon übel spät jetzt. Ich sollte jetzt dann auch mal schlafen, weil wir haben morgen wieder Schule und alles, weil ich nehme das jetzt gerade... Heute ist Sonntag, also ich habe es gerade gestern aufgenommen. Und, Alter, meine Fresse. Ich mag jetzt da nicht nochmal hinrennen. Für gar nichts. Och, so eine Scheiße aber auch. Ja, Brudi, ganz ehrlich, wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht teleportiert sich ja das Auto. Ich renne jetzt nochmal dorthin wie so ein bekloppter Spasti. Okay, Leute, ich zahle jetzt das Zimmer. Als ob, ich glaube, es funktioniert. Alter, das wäre ja so geil. Okay, wir kloppen nochmal kurz überall. Okay, Leute, geschafft. Okay, ja, wir werden halt in der nächsten Folge, ich vermute mal, das Auto wird sich dahin teleportieren, hoffe ich jetzt mal. Dann werden wir das Ganze in der nächsten Folge reparieren und alles. Denn ich habe jetzt schon übel lange aufgenommen. Es ist schon übel spät. Ich bin arschmüde. Und ich hoffe, wir können jetzt schlafen. Und? Ja, es funktioniert. Oh Gott, Alter. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Chalupi. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath?